Lieber Chor, letzte Woche haben wir noch so schön zusammen gesungen. Diese Woche geht's leider nicht mehr. Und deshalb kriegt ihr jetzt euer Einsingen online, damit ihr schön in Schwung und bei Stimme bleibt. Wir beginnen mit ein bisschen Recken, Strecken, Räkeln. So, und dann lassen wir die Hände langsam sinken. Lassen unsere Schultern ein bisschen kreisen, langsam und genüsslich. Und einmal andersrum. Ich bin ganz irritiert, gar kein Geschnatter und Gerede. So, dann schütteln wir uns ein bisschen aus, klopfen unsere Arme und unsere Beine ab. Und auch den Rumpf. Und dann geben wir uns eine genüssliche Kopfmassage. Wir wecken ja jetzt unseren Körper fürs Singen. Und eigentlich mache ich mit euch immer, wir streichen uns das Gesicht aus. Ich glaube, das darf man in Corona-Zeiten gar nicht, ne? Gut, dann streichen wir uns nochmal die Schultern ab. So. Und wir machen es wie immer. Ich mache die Impulse vor, ihr nach. Sch, sch. S, 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 sch, s, sch, s, sch, s, sch, k, t, p, k, t, p, k, t, p, k, t, p, k, 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 s, sch. Gut. Und natürlich machen wir eine lange Ausatmung. Wir atmen wie immer tief in den Bauch. Denkt dran, der Bauch ist euer Blasebalg. Die Schultern hängen locker. Wir atmen tief in den Bauch und dann atmen wir im Wechsel auf S und auf Sch aus. Ich mache es vor. Und lassen die Luft gleichmäßig ausströmen. Ich mache es vor. Solange ihr könnt. Wir atmen gemeinsam tief in den Bauch. Ich warte mal noch ein bisschen, weil einige von euch haben ja sehr langen Atem. Unsere Perlentaucher. Gut. Wenn ihr euch übrigens wundert, was das im Hintergrund ist, wir haben dank der Stiftung der Sparkasse Gütersloh, haben wir ein Bild von Woldemar Winkler hier hängen. Also wir sind ja auch für kulturelle Bildung zuständig und sogar im Hintergrund auch noch Kultur zu sehen. Der Titel ist übrigens Weltbildresümee oder Schach dem Weltbild. Weltbildresümee. Gut. So, dann singen wir natürlich auch ein paar Tönchen. Wir fangen an mit Do, Do, Do. Guckt, dass ihr einen schönen runden O-Mund macht und der Kiefer locker auf und zu geht. Auch wenn nicht mehr Weihnachten ist, der lockere Nussknacker ist gefragt. Ich mache es einmal vor. Do, 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 gemeinsam. Kiefer ist
umso mehr Schwung brauchen wir und auch umso mehr lockere Öffnung. Natürlich müsst ihr nicht den Mund, wer weiß, weit aufreißen, das nicht, aber eine lockere Öffnung, dass wir einen großen Mundinnenraum haben für einen großen Resonanzraum. Gut, als zweite Übung machen wir loben. Wem es zu tief ist, der kommt später hinzu. Wem es hinterher zu hoch wird, der hört früher auf. Oder die. Ich mach's einmal vor. Wir loben gemeinsam. Wir loben. Wir loben. Wir loben. Wir loben. Wir loben. Und Schwung. Wir loben. Dann gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Ihr kennt das schon, und zwar mit Ia. Und das Lächeln des Is bleibt auch beim A. Ich mache es vor. Ia. Ne, dass es nicht ist. Ia. Sondern Ia. Und denkt dran, so lange, wie ihr gut mitkommt, wenn es zu tief wird, aufhören. Gut, um ein bisschen in Schwung zu kommen, machen wir noch unsere Ja-Übung. Ich mache es einmal vor. Ja, gemeinsam. Ja. Trotzdem, auch wenn das U und das I, sag ich mal, kleinere Vokale gefühlt sind, versucht trotzdem innen im Mundraum eine Weite zu spüren, als wenn ihr staunt oder als wenn ihr ein leckeres, großes Bonbon im Mund habt. Oh, geheimnisvoll. Gut, aber jetzt braucht die Teetante erstmal noch einen Schluck Tee. Wenn man hier so viel redet und singt. So, ich hoffe, dass euch das Singen, auch wenn es jetzt nur online ist, trotzdem Spaß macht. Und demnächst kriegt ihr natürlich auch noch mehr Übungen
und Lieder von mir. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, eure Miriam.